Der Schlüssel ist übergeben für das Klinikum Augsburg. Das heißt, die Trägerschaft hat gewechselt von der Stadt Augsburg und dem Landkreis Augsburg zum Freistaat Bayern. Der Freistaat Bayern ist jetzt Hausherr, er ist Träger der Universitätsklinik Augsburg. Und es ist aber eine gewünschte und gute Entwicklung, weil damit die Aufrechterhaltung der medizinischen Spitzenversorgung für die Zukunft gewährleistet ist. Also wir werden 100 Professuren schaffen. Mit diesen 100 Professuren kommt natürlich eine ganze Reihe Personal mit. Das werden also insgesamt etliche 100 Personen sein, die hier an der medizinischen Fakultät neu anfangen. Und Studierenden werden es 1500 sein in der Endausbaustufe. Jetzt fangen wir mit 84 mal an. Im Rahmen der Krankenversorgung ist natürlich ein Universitätsklinikum die Orchidee einer medizinischen Entwicklung. Natürlich haben wir schon immer medizinische Versorgung auf hohem Leistungsniveau erbracht, auch auf universitärem Leistungsniveau. Aber dass wir jetzt tatsächlich Universitätsklinikum sind mit dem 01.01.19, das ist aus meiner Sicht etwas ganz Großartiges.